meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben Shapeshifters aktuell und aktuell haben wir auch gefühlte 95 Grad draußen. Deswegen ist es auf dem Kanal gerade so ein bisschen ruhiger. Jetzt geht aber gerade ein schönes Lüftchen hier durch den Raum. Ich habe alle Fenster offen, alles offen und habe mich jetzt dazu genötigt gefühlt, die Division Rivals noch zu spielen mit den Shapeshiftern. Wir haben hier Aubameyang im Angebot und bevor dieses Video startet, klickt auf den ersten Link in der Beschreibung und joint meinem Discord-Server. Aubameyang, die Karte ist natürlich bekannt aus FIFA und wir haben jetzt hier eine Karte, die in linker Flügel ist mit 4-Star, 5-Star und ich denke, wir haben hier einen absolut krassen Stürmer bekommen mit 1,87, hochgeringe Workrates, absolut perfekt und folgenden Werten. Tempo müssen wir gar nicht mehr anfassen, Tempo ist absolut legendär, auch die Schusswerte sind absolut brutal. Ich habe ihm Dead Eye gegeben, einfach um so Kleinigkeiten einfach noch zu pushen. Gerade im Schuss, da geht dann halt eben noch der Abschuss auf 99, die Schusskraft geht auf 99, Weitschüsse auf 95 und das Stellungsspiel ist eh schon auf 99. Im Passwert geht auch die Übersicht noch auf 99, der kurze Pass auch, der lange Pass bleibt auf 84 und der FW geht auch auf 99 im Dribbling. Ja, man könnte auch mit einem Finisher gehen zum Beispiel, um einfach die Beweglichkeit und Balance zu pushen. Wir probieren es aber einfach mal mit dem Dead Eye aus. Denn ich finde, diese Werte hier sind schon absolut geisteskrank. 99 Reaktion, 99 Ruhe, Ballkontrolle 93, Beweglichkeit 94, absolut stark. Kopfballpräzision von 92, 88er Sprungkraft, eine Ausdauer von 93 sollte vollkommen reichen, 87er Stärke und 60 Aggressivität. Dazu, nicht nur, dass er beidfüßig ist, hat er auch noch beide Schusstrades mit angeschnittenem Schuss und dem Außenrissschuss. Das heißt, es wird eine absolute brutale Stürmerkarte werden. Wir werden ihn auf jeden Fall im Sturm spielen. Gucken wir uns das gerade hier einfach mal an. Wir können ihn hier mit Isco tauschen. Dann spielt er Isco da links und Aubameyang vorne im Sturm. Und ich würde sagen, das kriegen wir hier auch noch irgendwie gebacken. Ja, Aubameyang ist da ein bisschen wasted. Da sollte Canales vielleicht hin. Ja, so können wir das spielen. Und ich würde sagen, so gehen wir rein. Ja, super Laufweg haben wir hier. Aber der Schuss kommt leider nicht durch. Aber ja, wir kommen ran. Da ist er durch. Da ist Aubame durch. Und da haben wir nicht das Tor. Das muss es eigentlich sein. So, jetzt haben wir wieder die Möglichkeit hier mit Aubame. Aubame! Nee, das war schlecht. Aber ich merke schon, er ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Also, er stört sich sehr. Wäre nicht so locker, flockig, flüssig, geil irgendwie. Also irgendwie ein bisschen komisch halt. Aber er hat super geile Laufwege. Schöner Pass. Und das ist die erste Vorlage und der Gegner quittet nach 1 Minute 26. Danke. Oh ja, die Kopfbälle. Die Kopfbälle sind auf jeden Fall eine Waffe bei ihm. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Schade, da hatten wir nicht mehr die Chance, da nochmal zu köpfen. Und dementsprechend war der Ball dann weg. Wunderschöner Pass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber wunderschöner Pass von Aubameyang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ein Außenrissschuss. So ein wunderschöner Schuss. Und dann knallt er an die Latte. Ja, ja, das ist immerhin die Vorlage. Immerhin. Und das ist der Rage Quit. Danke, Gegner. Ja, immerhin. Wir sehen hier mal seine Beweglichkeit. Also, ja, es ist. Ich weiß nicht, ob es an den Servern liegt, aber es ist nicht so mega flott, flink, geil wie bei hier einem Isco zum Beispiel. Da geht das alles ein bisschen schneller vonstatten oder bei einem Fake hier. Bei ihm fühlt sich das alles so ein bisschen nochmal einen Tick verzögert an. Und es geht mit Elfmeter. Elfmeter rausgeholt. Ganz locker easy mit ihm. Ist ein bisschen unverdient vielleicht, aber Elfmeter rausgeholt. Und was hat er für einen Elferwert? 97. Ja, ich würde sagen, den kann man durchaus mal in die Mitte rotzen. Ja. Und dann schauen wir uns noch seinen Jubel an. Hat er den noch in FIFA? Ich weiß gar nicht. Ja, natürlich hat er den noch. Super Laufweg. Und dann wird er leider ein bisschen blockiert. Und kommt dann da leider nicht an den Ball. Aber ihr habt es gesehen.
Es ist genau in dieser Lücke gestartet, wo man dann mit einem doppelten Doppeldreieckspass reinspielen konnte. Das war super gespielt, aber leider war dann halt eben ein Verteidiger dazwischen, der das Ganze zunichte gemacht hat. Da haben wir die Vorlage für Aubameyang. Der Gegner steht brutal defensiv. Er steht in seinem eigenen 16er. Und da mussten wir jetzt halt so ein bisschen auf sweaty gehen. Da ist es! Da ist Obama, der steht genau richtig. Und er macht es. Boom! Da haben wir es! Aubameyang! Was ein Pass, was ein Schuss, was ein Tor. Boom! Canales, Vorlage von Aubameyang. Wow, Obama, die Laufwege von Aubameyang sind absolut brillant. Der hat absolut geile Laufwege, der steht eigentlich immer richtig. Ganz selten mal, dass er irgendwie im Abseits steht oder irgendwie dumm gedeckt wird oder so. Und auch hier, diese Pässe von ihm sind einfach unfassbar gut. Alter Schwede. Der steht genau richtig, der Ball kommt super an, er stand sogar zu weit vorne, ging dann nochmal zurück, um den Ball zu holen und haut ihn rein. Wieder super, er steht wieder genau richtig. Er steht wieder genau richtig und macht ihn. Was geht mit dem ab? Er hat sich das schon wieder angeboten und war nicht im Abseits. Ich dachte schon, es wäre Abseits, habe deswegen nichts gesagt. Ich habe nur gesehen, er hebt die Hand, läuft in den Raum rein und dann habe ich einfach mal hoch ihn angespielt. Und er war nicht im Abseits. Also da wäre durchaus mehr drin gewesen. Und ja, da holt er wieder einen Elfmeter raus. Oh ja, holt wieder einen Elfmeter raus. Und den werden wir jetzt auch wieder in die... probieren wir mal das aus. Faken wir da drüben an. Gehen dann darüber. Okay, der Gegner entscheidet sich nicht dazu zu Ragequit, nachdem ich jetzt gerade das 5-2 erzielt habe. Ah doch, danke. Wir gehen ins Fazit. 7 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen. Von diesen 7 Spielen habe ich locker 3 gequittet, ohne dass er wirklich irgendwie beteiligt war. Aber wir gehen jetzt einmal von 7 Spielen aus. 6 Tore, 3 Vorlagen, absolut brillante Statistik. Und ich kann euch sagen, wenn euch dieser Stürmertyp gefällt, dann habt ihr hier eine Karte, die auf jeden Fall geil ist. Er hat ein ausgezeichnetes Stellungsspiel, hat er hier 99. Seine Schüsse sind gefühlt alle drin. Es ist ein absolut geiler Stürmer. Auf dem Flügel, nee, da habt ihr hoffentlich den Fatih mitgenommen, der wird dann da spielen. Aber im Sturm, es ist ein, kann ich euch wirklich so sagen. Er hat zwar so ein bisschen Probleme, was die Beweglichkeit angeht. Es ist nicht der beweglichste, wendigste, flinkste Stürmer, aber es ist ein Stürmer, der durchaus weiß, was er kann. Also, das klingt irgendwie so dumm, aber ja, es ist einer. Er ist sehr beweglich. Ich habe mir jetzt auch gegen Ende nochmal Finisher gegeben. Da geht dann eben Balance und Beweglichkeit nochmal hoch und das Dribbling eben. Und da haben wir schon gemerkt, ja, er ist durchaus beweglich. Nicht so beweglich wie eben so ein Messi oder so, aber doch schon gut spielbar, würde ich jetzt einmal so sagen. Und ja, das war es von meiner Seite aus. Kommt, wie gesagt, gerne auf den Discord und lasst einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wie ihr ihn so findet. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und tschüss.